Der Chiphersteller Intel legt Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 vor. Die Zahlen zum vierten Quartal 2023 übertrafen eigentlich die Erwartungen der Analysten und Investoren und trotzdem stürzt die Aktie um 12% ab. Das ist doch verrückt, oder? Das kann doch nicht im rechten Ding zugehen. Lass uns mal ein bisschen eintauchen in die Thematik. Wir schauen uns die Nachricht kurz an. Wir versuchen, das in den Kontext einzuordnen und versuchen auch eine kleine Prognose für die Zukunft zu wagen. Mein Name ist Robin Wunderlich. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Hinweis vorweg, keine Anlageberatung. Keine Empfehlung, das ist nur meine Meinung. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es dir ein bisschen weiterhilft. So, dann steigen wir ein. Das ist die Präsentation, die heute ist der 26. Januar, herausgegeben wurde, beziehungsweise gestern, ne, 25. Januar nach Börsenschluss, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, da haben wir hier die Q4 finanziellen Höhepunkte. Da heißt es, Umsatz 15,4 Milliarden. Der Umsatz lag 10% höher als im Jahresvergleich und auch höher als die Prognose im Oktober noch. Die Bruttomarge auch knapp 49% übertraf ebenfalls die Prognose vom Oktober und lag über dem Jahresvergleich dasselbe nochmal im Gewinn je Aktie. Da hat Intel richtig reingehauen, positiv gesehen hier, über 260% im Jahresvergleich. Das bedeutet eine Verdreieinhalbfachung und über 10 Cent über der Prognose, die man im Oktober abgegeben hatte. Ja, also so gesehen waren die Prognosen wahrscheinlich zu konservativ. Ne? Behalten wir das mal im Hinterkopf. So, trotzdem. Und diese Zahlen, die lagen größtenteils über den Erwartungen der Anleger. Warum verkaufen Investoren trotzdem Intel-Aktie? Und da müssen wir mal ein bisschen weiterschauen in der Präsentation. Und dann sehen wir hier nämlich den Ausblick. Und für Q1 24, und den hat Intel so richtig verhagelt, ja. Wenn wir uns jetzt die Zahlen hier anschauen, können wir uns jetzt vielleicht als Laie nicht viel draus nehmen, aber blicken wir mal nur hier drauf. 13 Cent Gewinn je Aktie, was haben wir gerade gesehen? 54 Cent Gewinn je Aktie. Und jetzt sagt man ja, wir werden im Q1 nur noch 13 Cent Gewinn haben. Gut, denn jetzt muss man natürlich sagen, saisonal bedingt ist das Q1 eines Jahres in dieser Branche tendenziell das Schwächste, aber dennoch ging man hier eher von über 30 Cent aus, ne? Das ist nicht, die 50 Cent wären okay. Da hatte man schon deutlichen Abschlag genommen, aber 13 Cent, das ist eben deutlich weniger als 30 Cent, was man eigentlich so ein bisschen erwartete, ja. Und klar, wenn jetzt eine, und das ist ja das, was der Vorstand erwartet, ja. Und wenn eine Aktie weniger, ein Unternehmen weniger verdient, wenn das prognostiziert wird für die Zukunft, ja, ganz klar, dann müssen die Bewertungen angepasst werden und dementsprechend kracht die Aktie jetzt auch zusammen oder in sich zusammen. Von dem her sind die 12% schon gerechtfertigt, wenn der Ausblick so negativ ist. Das müssen wir hier wirklich festhalten. Ja? Auch der Umsatz deutlich unter den Erwartungen, den Analysten hatten oder auch Investoren. Schauen wir uns mal zwei Aussagen an. Die erste Aussage stammt vom Management selbst. Ich habe schon ein bisschen markiert. Ist auf Deutsch übersetzt. Ne? Deswegen passt vielleicht grammatikalisch nicht immer. Da ist es hier, trotz dieser Herausforderungen blickt das Management von Intel weiterhin optimistisch in die Zukunft, ja, was soll es denn sonst sagen, ne? Und geht davon aus, dass das erste Quartal 24 den Tiefpunkt markieren wird, wobei in den Folgequartalen schrittweise Verbesserungen erwartet werden. Ja, das klingt erstmal super, ne? Schauen wir uns mal an, was ein Analyst zu dieser Aussage sagt. Ja, KI scheint überall zu sein, außer bei Intel, sagt Hans Mosesmann. Und er bewertet die Aktie mit einem Verkaufsrating. Dann heißt es, das Fehlen eines erkennbaren KI-Wachstumsvektors deutet auf ein weiteres Übergangsjahr hin, fügt er hinzu. Und das ist eben so ein bisschen das, was der Vorstand hier sagte. Ja, es ist jetzt das Tief und schrittweise Verbesserung. Aber die Konkurrenz, die zieht einfach davon im KI-Segment. Ja, und da reichen keine schrittweisen Verbesserungen. Da muss das Schlag auf Schlag gehen. Fundamental betrachtet, schauen wir uns mal ein paar Zahlen an hier. Nee, die Zahl ist es nicht. Die hier ist es. So. Das sind die Gewinne je Aktie der letzten Quartale bis zum Jahr 2021, also jeweils die Quartalsgewinne oder Quartalszahlen besser gesagt. Und natürlich, man wird wahrscheinlich mehr verdienen auch als in Q1 23, ohne Frage. Ja? Also von dem her gesehen sind die 13 Cent, die wir hier trotzdem haben, immerhin noch ein Gewinn und es ist besser als auf Jahressicht gesehen. Ja? Also Intel, die Zahlen sind ja richtig eingestürzt hier, 2022, 23, so in diesem Zeitraum. Und von der Warte her gesehen haben, könnte die Trendwende schon noch machbar sein. Aber die Frage ist eben, wie geht es dann weiter? Ja? Das müssen wir abwarten. Ja? Es könnte natürlich sein, dass die Prognosen wieder zu konservativ sind, dass der Vorstand zu vorsichtig ist und dass es dann deutlich bessere Zahlen geben wird, dass wir die Zukunft zeigen. Das ist unheimlich schwer zu prognostizieren. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer, das ist die Chart-Analyse. Ja? Dann schauen wir uns mal hier den Chart von Intel an. Das ist
Das ist ein Wochenchart, das bedeutet, eine Kerze, die wir hier sehen, ist eine Woche. Und das hier unten ist der Aufwärtsbeginn von Februar 22. Ja, hier sehen wir das Tief von Intel nach dem Hoch hier bei 70 Euro ist es dann eingestürzt bis auf ungefähr 25 Euro. Dann haben wir hier das Doppeltief gehabt und dann der starke Anstieg. Und da muss man auch fairerweise sagen, der Anstieg, das waren über 100%. Die Aktie hat sich wieder verdoppelt, ja, und von dem her ist der Aufwärtstrend im Wochenchart noch intakt. Wir sehen den hier, der hat sich sogar noch mal hier verschärft im November. Aus der Blickwarte heraus betrachtet ist eine Korrektur überfällig gewesen. Wir sehen hier die Fibonacci-Retracements und wir sehen auch hier einen Unterstützungsbereich. Der resultiert ja aus einem längeren Bereich, ja, ne? Aus dieser Zeitzone hier schon beginnend im Jahr 2017, 18, dann immer wieder angetestet als Unterstützung. Und jetzt dient er eben, und die wurde ja zunächst massiv nach oben durchschritten. Jetzt kann man wieder zurück. Und das ist eine Unterstützungszone aus charttechnischer Sicht. Ja? Ebenso wie das Fibonacci-Retracement, das 38er. Und spätestens dann hier diese Aufwärtstrendlinie, die momentan ungefähr bei 39,70 verläuft, sagen wir mal rund 40 Euro. Also bis hierhin in diesem Bereich könnte der Kurs tatsächlich wieder drehen. Das wäre dann das Positivszenario, was wir hier haben. Zeichnen wir das mal ein bisschen kurz ein, vielleicht noch ein bisschen hier nach unten. So, und dann hier nach oben. Das wäre ein mögliches Szenario, ja, also im Bull Case sozusagen. Also aus charttechnischer Sicht heraus ist die Aktie nicht so angeschlagen, wie es aussieht auf Wochenbasis, ja, oder wie es vielleicht jetzt der Eindruck vermittelt. Es sollte diese Unterstützung allerdings nachhaltig unterschritten werden, insbesondere jetzt auf Monatsbasis. Also haben wir ja noch nächste Woche ein paar Tage. Dann müssten wir weitere Kurse auf der Unterseite einkalkulieren. Ja, zunächst die Fibonacci-Retracements hier bei ungefähr 35 Euro und im schlimmsten Fall sogar wieder dieses Tief hier bei 25 Euro. Also, den Chart müssen wir jetzt eng im Blick behalten, engmaschig verfolgen. Es besteht Hoffnung aus Sicht der Charttechnik, dass das hier lediglich eine Korrektur ist und es weiter nach oben geht. Fundamental betrachtet, schwierig, da müssen wir mal abwarten, was da noch kommt. So, das soll es zur Intel-Aktie gewesen sein. Vielen Dank, dass du hier eingeschaltet hast. Was sagst du denn dazu? Bist du selber investiert? Wie sieht deine Prognose aus? Hast du die Reißleine gezogen oder wirst du jetzt erst recht investieren? Ich selber bin ja nicht investiert. Mal sehen, ne? Habe jetzt eigentlich auch keine Veranlassung dazu. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du das Video angeschaut hast. Und ich freue mich schon, dich im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut. Ciao.